Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar zu Trüberbrook. Trüberbrook? Trüberbrook? Naja, es ist ein Point-and-Click, so wie ich das mitgekriegt habe. Ich stelle es mal ein bisschen lauter, das ist mir ein bisschen zu leise. Hallo? Maus? Also die Stimme hätte ich gerne schon lauter als die Musik vielleicht. So, warum ist das so leise eingestellt? Naja, ja, worauf ich hinaus wollte, ich habe in letzter Zeit meinen Pile of Shame abgearbeitet, würde ich jetzt nicht sagen, sondern bin den mal so angegangen. Und, ja, und da war halt sehr viel Action, Geballer, Gespringe, Ballett und alles drum und dran dabei. Also mit Ballett meine ich Bullet Ballett. Anspielung auf My Friend Pedro. Und da wollte ich mal was spielen, was ein bisschen ruhiger ist, würde ich sagen. Etwas, was so ein bisschen gemächiger ist. Deshalb fiel meine Wahl auf Trüberbrook. Ich habe solche Spiele nicht so oft gespielt, muss ich sagen. Also ich bin in sowas richtig kacke. Ich meine, bin ich richtig. Ich bin schlecht darin. So. Oh, ein altes 5-Mark-Stück. Wow. Ich hatte auch mal eine Münze so rum. Ja, ich habe die Dinger geliebt. Auch die 5-Mark-Scheine. Oh Gott, ey. Naja, wie gesagt, 1967. So, Trüberbrook. Ich fange mal an. Ich habe noch nichts gestartet. Ich weiß wohl nichts. Pre-Title. So, ich weiß nicht, ob ich es mit einem Controller spielen kann. Ich bin ja so ein Controller-Mensch. Müssen wir mal gucken. Also, Grafik ist auf Full HD Tja, gestellt. der Tank ist leer und dein Motor wird mir langsam zu heiß. Ich kümmere mich drum. Geht gleich weiter. Wo sind wir hier bloß gelandet? Also ich lese nichts vor, weil es ist auf Deutsch und ja, was soll ich sagen? So, worauf wollte ich hinaus? Ach so, Grafik ist gestellt auf Full HD und auf Beautiful. Deshalb. Ah. Terra Incognita Scenic Highway. Nächster Ort, Longshot by the Sea. Klingt vielversprechend. Warum muss das Englisch sein? Kein Saft. Das Coole ist, das seht ihr nicht. Also den Charakter bewege ich mit dem linken Analogstick. Das Ding bewege ich mit dem rechten Analogstick. Und die Tafel links, die ihr hier seht, die hier eingeblendet ist, ist angeordnet wie die Tasten auf dem Controller. Das heißt, oben die Lupe für Untersuchen ist Y auf meinem Xbox-Controller. B ist Benutzen. Das untere ist, keine Ahnung, Einstellungen. Und das linke, also X ist sprechen. Ist schon cool gemacht Mein eigentlich. Vater hat immer gesagt, das Schaufenster ist die dritte Haut des Inhabers. Man scheint Wert auf das Einhalten der Kühlkette zu legen. Keine Chance. Zugefroren. Meine Reifen sind zum Glück noch ganz in Ordnung. Also wie gesagt, ich würde gerne so ein bisschen gemächlicher spielen. In den letzten Spielen bin ich hier herumgerast. Hanseneiscreme. Die habe ich als Kind immer gern gegessen. Ja, und da würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen gemächlicher spielen. Abgesehen von all dem Sand und Schutt, der ewigen Dunkelheit, den Massen an Stechmücken und dem fürchterlichen Gestank nach Benzin, könnte es hier eigentlich ganz gemütlich sein. Wenn ich die ganzen Wenns und Abers wäre, ne? Jemand hat seinen Werkzeugkasten vergessen. Kann ich den Werkzeugkasten nehmen? Yes! Geplündert. Bis auf eine rostige Zange. Okay, nehmen wir die rostige Zange. Gute deutsche Zangenqualität. So, ich habe hier jetzt drei Optionen. Sprechen, benutzen, Einstellungen. Was ist das? Ah, die Zange. Okay.
Das ist also das Kombinieren. Versuchen wir aufzumachen. Abgeschlossen. Natürlich. Niemand da. Ah, okay. Das mache ich jetzt mit dem linken Stick, indem ich diesen Pfeil auf das... Hallo? Was ich sagen will, bewege. Jemand da? Ich brauche wirklich dringend Benzin. Also ich spiele solche Spiele meist... Oh, die sind ja schön. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, die Himmelsbilder. Sagt mir das etwas? Nein? Ein paar dieser Sternbilder kann man auch von zu Hause aus sehen. Okay. Was sagt uns das? Ein paar dieser Sternbilder kann man auch von zu Hause aus sehen. Na schade, ich dachte, sie sagt uns jetzt ein paar Sachen zu den Sternbildern. Was mir überhaupt nicht gefällt ist, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das bin nicht ich, also ich bewege zum Beispiel jetzt die Maus dahin, der korrigiert meine Eingabe. Und ich hasse so etwas. So, reden wir nochmal. Das finde ich gut. Bitte lassen Sie mich rein, ich bin auch ganz sicher kein Vampir. Zange. Was stand da? Mit einer Zange die Tür öffnen? Ich wüsste nicht wie. Oh. Aber ich kann das da vielleicht öffnen? Keine Chance. Zugefroren. Ein Kurzschluss und mir fliegt alles um die Ohren. Tee. Mit der Zange komme ich hier auch nicht weiter. Okay. Die Sternbilder verändern sich? What the? Mein Vater hat... Das hatten wir schon. Mit einer Zange die Tür öffnen? Keine Ahnung, sag du es mir. Scheitere ich schon gleich am Anfang? Weil ich nicht checke, was ich machen muss? Also, ich habe eine Zange, kann kein Benzin, kann ich dann mit dem Motorrad machen, krieg die Tür nicht auf. Abgeschlossen. Natürlich. Ist vielleicht irgendwo was versteckt, was ich nicht sehe. Ich nehme mal kurz die Maus. Nö, nö, nö. Ein paar dieser Sterne sind alles die gleichen. Hatte ich schon erwähnt gehabt, dass ich in sowas sehr, sehr schlecht bin? Steuerfahndung aufmachen. Versuche es nochmal. Und jetzt Essen auf Rädern, Ihre Bestellung. Abgesehen von all dem, der ewigen Din und dem Fürchte, könnte es ja ein... So, am Motorrad können wir mit der Zange nichts machen. Am Ding auch nicht. Hier auch nicht. Tür kriege ich nicht auf. Man scheint Wert auf das. Okay. Ich bin jetzt seit 7 Minuten hier beschäftigt und ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Gibt es eine Hilfe? Ah, da. Powerwalk. Inventar.
Ah, okay. Das zeigt mir an, was ich alles jetzt nutzen kann. Oh, das Rohr. Das habe ich nicht gesehen. Ein Geil. versteckter Ersatzschlüssel. Das war ja einfach, als wenn er gefunden werden wollte. Ah, da oben ist das Inventar. Okay. Ah, und so rennt sie. Okay. Die Tasten habe ich jetzt drauf. Abgeschlossen. Du Natürlich. hast doch einen Schlüssel. Also muss ich den Schlüssel doch auswählen. Passt. Das war irgendwie zu einfach. Meinst du, ich habe 7 Minuten gebraucht? Nein, das war nicht einfach. Ganz schön finster hier. Man sieht ja kaum die Hand vor Augen. Diese Taste hier will ich eigentlich so wenig wie möglich benutzen, Irgendwas stimmt nicht mit diesem Bild. weil dadurch sehe ich ja immer direkt, was anklickbar ist. Finde ich am Anfang ein bisschen blöd. Also ich würde da gerne so ein bisschen erst herumlaufen, mir Sachen anschauen. Dann gegebenenfalls drücken, so wie jetzt. Ah, okay. Das nur zum Rein- und Rausgehen. Ein versteckter Schalter. Dann drück ihn bitte. Das muss der Hauptschalter sein. Yay. Oh, da sind aber ganz schön viele Bilder. Ich kenne das Bild. Daytona Beach Race 58. Was für ein Ereignis. Die Landschaft auf dem Bild erinnert mich irgendwie an zu Hause. Ein Foto von einem Büffel. Das denke ich mir auch immer. Auch immer mein Gedanke. Ein Bild von einem Büffel. Was würde ich jetzt geben, um dort zu sein? Wo ist das denn? Wir sind hier so weit draußen. Würde mich wundern, wenn diese Karten jemals irgendwo ankommen. 20% Brötchen, 5% Aufschnitt und 75% Folie. Nein, danke. Ziemlich angestaubt. Kaffee. Kaffee. Also wenn ich was überhaupt nicht mag, dann sind das Kirschkuchen und Kaffee. Willst du mich verarschen? Kaffee ist so toll. Kaffee ist das Beste überhaupt. Aber Musik anmachen. Schon wieder dieser gruselige Song. Wieso ist der Song gruselig? Damit würde ich hier draußen keine 5 Meilen weit kommen. XXL, ohne Nachfüllen. Kirschkuchen. Was hast du gesagt? Kirschkuchen. Also wenn ich was überhaupt nicht mag, dann sind das Kirschkuchen und Kaffee. Das gleiche wie beim Kaffee. Also wir haben jetzt einen Becher. Kaffee mag sie nicht. Da ist hier zu viel Folie dran. Oh, warte, ich kann nicht picken. Diese hier zeigt die nähere Umgebung. Ich nehme sie mal mit. Bisschen ab vom Schuss. Kann aber in dem Inventar nichts machen. Oh. Da oben. Ich habe nur noch ein paar Mark übrig. Die kann ich hier draußen eh nicht gebrauchen. So, die Bilder haben wir uns angeguckt. Ah, Hauptschalter können wir etwas machen. Ja, wir scheinen alles angeguckt zu haben. Mit der Zange. Stromkabel.
Ich muss immer den an das anklicken. Jetzt funktionieren sie wieder. Schön austrinken. Du bist ja halb verdurstet. Nicht, bevor ich nicht auch noch den Motor gekühlt habe. Ach so. Eiskalt. Genau, was ich brauche. Hier, deine wohlverdiente Abkühlung. Jetzt können wir aber losfahren, oder? So, das hätten wir. Los geht's. Nun komm schon. Spring an. Schon wieder die Ölpumpe. Sieht so aus, als würden wir hier noch eine ganze Weile feststecken. Na super. Head up. Medienbord. Berlin-Brandenburg, BTF. Was war das jetzt? Head Up Presents. Ist es eben gerade echt in einem CGI-Video hängen geblieben? Okay. Videogame bei BTF. Trüberbruck. Die Credits laufen am Anfang. Wie ich sowas liebe. Ich habe letztens Spider-Man mit Tobey Maguire geguckt. Ey, da hatte ich ja auch ganz vergessen, dass am Anfang erstmal gefühlt mehrere Minuten die Credits am Anfang laufen als Intro. Da habe ich die Krise gekriegt. So. Prolog. Der Lazarus-Zwischenfall. Deutschland. 1967. Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Wann geht der nächste Bus zurück in die Stadt? Er ist doch schon weggefahren. Naja. So. Beverly, ich bin angekommen. Ausgespuckt in der düsteren Leere Europas. So gesehen könnte dieser Ausflug zum besten Urlaub aller Zeiten werden. Ich fühle mich schon richtig entspannt. So. Wie gesagt, also Lazarus, so hieß ja der Prolog jetzt im Bis zur nächsten Stadt sind es zig Kilometer. Soviel ich weiß, ist Lazarus ein Heiliger. Also laut
katholischer Kirche, glaube ich sogar, wurde, glaube ich, von Jesus wiedererweckt. War da nicht Ah irgendwas? ja, hier bin ich. Irgendwie sowas. Deswegen heißt ja auch in Mass Effect 2, wenn Shepard wieder belebt wird, das Lazarus-Projekt. Die Bushaltestelle, mein Tor zur Außenwelt. Sonst nichts. Sieht kalt aus. Sieht eher idyllisch aus, finde ich, als kalt. Aber ist okay. Da ist der Lack ab. Ich habe eben Dirk Tretbootverleih. Nowitzki gelesen. Eine Stunde, eine Mark. Eine Wanderkarte der Region. Der obere Teil ist abgerissen. Nimm's trotzdem mit. Trüberbrook, Kreisbrookenlande. 1 Kilometer. Also Trüberbrook. Hades, Tretbootverleih, Souvenirs, Anglerbedarf. Geschlossen. Ist das nicht ein bisschen... Also, ich weiß ja nicht. Hades, Tretbootverlag, Verleih. Bisschen komisch. Ich frage mich, was das ist. Was sollst du mir doch sagen? Ist hier sonst was? Oh, da hinten. Ach, da kann ich lang. Irgendwie cool, dass ich nicht aus Versehen rauslaufen kann, sondern dass... Nach ich immer kurzem klicken muss. Fußmarsch den Oh. Ort erreicht. Trüberbrook. Ein beschauliches Dörfchen. Wirkt etwas heruntergekommen. Ich muss zugeben, Beverly, ich habe mich jetzt schon in dieses Örtchen verliebt. Ich wollte gerade sagen, heruntergekommen sieht für mich anders aus. Also es sieht halt aus wie so ein Dörfchen halt. Gartenzäune erinnern mich immer irgendwie an meine alte Nachbarschaft. Irgendwie erinnert alles jeden irgendwie an... Naja. Das ist ja eine komische Katze. Das ist keine Katze. Das ist womöglich das Wahrzeichen des Ortes. Erinnert mich so ein bisschen an Weinheim. Warum auch immer. Das sieht In jetzt der auch in der Auslage Innenstadt ist eine aus. Auswahl lokaler Wurstspezialitäten und Fleischkreationen ausgestellt. Wurstebrei, Stippgrütze, Schlachteplatte, Potthucke, tote Oma. Tote Oma. Das geheimnisvolle Dorf. Wer guckt sich sowas an? Möbiuspalast? Ah. Ich habe das örtliche Kino gefunden. Möbius Palast. Western und Noir scheinen hier die beliebtesten Genres zu sein. Möbiuspalast. Ah, da geht's dann da lang. Hier gibt's auch noch was. Das muss meine Unterkunft sein. Nein, 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 nein. Entschuldigung. Kleinanzeigen, Aushänge, Bekanntmachungen. Bald findet ein Dorffest statt. Aufregend. Hui. Oh, da ist noch was hier an der Seite. Fumi und die Zeitmaschine. Ich liebe solche Streifen. Aber aus quantenphysikalischer Sicht sind sie natürlich völliger Quatsch. Du bist völliger Quatsch, ey. Irgendwie ist er mir jetzt schon unsympathisch. Kann ich da lang? Ich sollte erst einmal einchecken, bevor ich den Ort erkunde. Okay. So,
Sonst gibt es hier nichts, ne? Ich finde es auch schön, dass diese Kreuze sehr dezent sind. Da oben ist was. Den Eimer scheint man aus rein dekorativen Gründen dort oben aufgehängt zu haben. Meinst du, ja? Weil er jeder mit Eimern dekoriert. Der steht auch so komisch. Abend. Hey. Ja. Keiner da, wa? Sieht nicht so aus. Ist das die von vorhin? Ui. Okay. Das Menü des Tages. Nichts. Ziemlich viele Angeln haben sie hier. Für Service bitte klingeln. PS, draußen nur Kännchen. Ach du Scheiße. Okay, ganz schön viele Bilder. Da geht es zu den Zimmern. All diese schönen Menschen. Okay. Muss sich um eine Art Ahnengalerie handeln. Aha. Sind das Karikaturen von den... Geil. Okay, das finde ich jetzt wieder cool. Weil normalerweise machen die immer real, also so Bilder von den Entwicklern oder so als Fotos rein. Das finde ich dann immer, das stört so ein bisschen die Immersion, weil keiner wundert sich, warum da die Menschen so komisch aussehen. Es können nicht viele Zimmer vergeben sein. Alle Schlüssel sind noch da. Und da finde ich so etwas wie eine Karikatur in dem Stil des Spiels, finde ich dann wieder geil. So. Klingeln kann ich nochmal, aber ich spreche erst mit der Dame. Wo sind denn alle? Ich habe hier eben noch jemanden gesehen. Irgendeine Idee? Probier's einfach nochmal. Hallo? Ich gebe nicht auf. Oh. Guten Abend. Sie wünschen? Für mich ist hier ein Zimmer reserviert. Das Gewinnspiel? Sie wissen schon. Ich habe den Aufenthalt gewonnen. Gewonnen? Wie gewinnt man einen Aufenthalt in Trüberbrook? Tja, also... Ich kann mich selbst gar nicht daran erinnern, bei einem Gewinnspiel mitgemacht zu haben. Aber ich habe diese Gewinnbenachrichtigung bekommen. Wie war nochmal der Name? Dr. Hans. Hans Tannhauser. Dr. Hans Tannhauser. Tannhauser, Tannhauser, Elevenhauser. Dr. Hans Tannhauser. Ja, richtig, hier steht's ja. Das und sagen Sie, Joke. Ist das Zimmer auch ruhig? Aha. Brauchen Sie es denn ruhig? Ich arbeite an einem Text und könnte etwas Ruhe gebrauchen. Text? Sind Sie ein Schriftsteller oder sowas? Entweder ich bin Physiker, eigentlich arbeite ich an einer Universität. Eigentlich arbeite ich an einer Universität. Ich schreibe gerade eine Abhandlung über Quantenphysik. Macht ja nichts. Heute Abend ist das große Dorffest. Da könnte es etwas lauter werden. Aber ansonsten ist hier von der Lautstärke her nichts zu befürchten, sag ich mal. Hier ist dein Schlüssel, Dr. Tannhauser. Ich bin übrigens Trude. Trude? Sagen Sie, wo sind eigentlich all die anderen Gäste? Sagen wir mal so, die Saison in Trüberbrook ist schon vorbei. Mir scheint, als wäre die Saison schon länger vorbei.
Wieso haben jetzt alle Charaktere in die dritte, die vierte Wand gesprochen? Tannhauser trifft einen Fremden. Dunkle Nacht. Was war das denn? Bitte, du musst mir helfen. Ist der Typ gerade mit meinen Aufzeichnungen verschwunden? Beverly, etwas Ungewöhnliches ist passiert. Ich hatte einen ungebetenen nächtlichen Gast in meinem Zimmer. Jetzt ist er verschwunden. Ich nehme die Verfolgung auf. Jo, aber vorher dein Diktiergerät sprechen, ja? So, ich würde aber sagen, wir machen hier eine kurze Pause. Und in der nächsten Folge geht es dann mit Trüberbrook weiter. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Oder auch natürlich über ein Abo. Und ich freue mich auch, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen zu Trüberbrook. Vielen herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.